Interessant. Interessant, wo das auch ist, wo wir seinerzeit hier rum rumgeflogen sind. Zum Herz des Spiels. Da ist der nächste direkt. Der nächste ist direkt da. Ach so. Unternehmen Sie was, die Nachbildung destabilisiert sich. Sie lügen dich nicht an. Beeilung. Schon abgeschlossen. Exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art... neuraler Stolperdraht in der Koralle. Verdammt. Morgen, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell. Was ist los? Die lügen dich an. Nach dem, was ich da mit der Kapsel da erlebt habe, würde ich noch fast sagen, irgendwie habe ich das so das Gefühl, da könnte was dran sein. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich finde das ja sowieso ein bisschen suspekt. Ich bin jetzt immer hier drin. Ich finde das sowieso, ich find das sowieso ein bisschen suspekt, dass wir anhand von anderen offenbar gewusst haben sollen, was das Beste ist, indem wir sagen, wir hauen entweder ab oder wir lassen dieses Ding hier sprengen. Wir müssen ja irgendeine Ahnung haben, was überhaupt passiert. Ja, ich meine, man kann einfach sagen, wir sprengen das einfach in die Luft und dann, ja, geht schon. Weil das kann nur konkret in einer Gefahrensituation, wenn man wirklich Ahnung hat, was passiert. Kann man das entsprechend noch sagen, oder nicht? Das ist meine Meinung. Irgendwas stimmt doch sowieso nicht. Also, die ist so ein bisschen suspekt, das Ganze. Fliegt jetzt ein bisschen rum hier. Mehr geht nicht. Da ist die Koralle. Gucken wir mal an hier. Sieht doch interessant aus. Es ist doch, weil das ist auch ein bisschen seltsam allgemein. Ja, dass man irgendwie immer. Dass man irgendwie halt sagen kann, von wegen. Ja, es ist besser, am besten zu abzuhauen oder am besten ist das zu sprengen. Man muss ja wirklich eine Ahnung haben, warum es das Beste ist. Das hat uns bisher keiner gesagt, warum man eigentlich zu der Überzeugung halt. Warum das überhaupt so ist, warum wir überhaupt denken, das ist am besten. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, warum. Da sagt dann auch keiner, was das beste Methode ist. Das sieht interessant aus. Mal gucken im Sonnenlicht, mal gucken her. Die Koralle im Sonnenlicht. Nett. Aber es ist allgemein ein bisschen komisch, ja. Die lügen dich an, ja, es ist. Für alles hier ich spiele, alles erlogen. Es gibt ja mal ein paar Fragwürdigkeiten hier. Ja, jetzt sind wir wieder im Arboretum und können da wieder hinfliegen. Oh. Aber natürlich fliegen wir jetzt hier. So. Okay. Und wieder rein da. Upp. So, wir können natürlich jetzt nach oben gehen, wenn wir wollen. Direkt zu seinem Büro wieder oder woanders hin. 1963, die Amerikaner und Sowjets rufen das Kletka-Programm ins Leben, um die Taifun zu studieren und legen damit den Grundstein für die spätere Taus ein. Ja. Ein bisschen seltsam, was auf Taus 1 so hier passiert. Ich meine, man muss ja eine konkrete Idee haben. Warum die Zerstörung der einzige Mittel ist, die Taifun aufzuhalten? Konnte man das vorhersehen, dass das so eine, dass sowas passiert? Gibt es da wirklich keine andere Möglichkeit? Ich meine, diese Weber müssen auch irgendwann herkommen und so. An meinem Terminal kannst du die Daten hochladen. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Taifen werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Wie,
Ja, fragen wir natürlich, woher, wie kommt das Zeug immer dahin? Das ist ja auch immer so ein Fall, ja? Da plötzlich Sachen einfach auftauchen. Leichen! Paul, sind da plötzlich da. Wenn man vom Sackmann hinläuft. Jetzt sind plötzlich tauchen so Gerätschaften irgendwo auf seinem Schreibtisch auf. Also irgendwie. Komisch, ne? Einfach komisch. Bewege mich. So, ich will jetzt auch mehrere Ziele. Haben wir hier so ein Ziel? Töte den falschen Koch. Ja, ich muss auch noch da rein eigentlich. Bevor ich dir den Schlüssel gebe, lesen wir es mal. Alex hat gesagt, er würde mir seinen Zwillingsschlüssel geben, wenn ich in sein Büro komme. Er ist nicht erschienen, hat mir aber ein Looking Glass Video dargelassen, in dem ich einen Plan zur Neutralisierung der Typhon erkläre, um den Teil 1 erstellen zu müssen. Alex sagt, er würde mir seinen Zwillingsschlüssel geben, wenn ich ihm beim ersten Schritt diesem neuen alten Plan helfe. Dann liegt es an mir. Der erste Schritt heißt, das Korallennetzwerk an einigen wichtigen Orten zu scannen und die Daten in sein Büro hochzuladen. Das habe ich schon gemacht. Forschung, was sagt denn das hier? Zusammenfassung der Scan-Rohdaten. Auf Makroebene zeigt die Analyse der Koralle ebenfalls Ähnlichkeiten zu einem neuralen Netzwerk. Wie ein riesiges Nervensystem ohne dazugehörigen Körper. Zudem gibt es Anzeichen von immer häufiger auftretenden schnellen Signalisierungen innerhalb der Struktur sowie das Senden von neotischen Signaturen nach außen. Beantrage umfassenden Datenbankvergleich. Fehler: Datenzentralserver AXF30 antwortet nicht. Fehler: Datenzentralserver AXF31 antwortet nicht. Verbindungszeitlimit überschritten. Manuelles Hochladen erforderlich. Ja, das ist halt die beiden Server, die wir gesprengt haben, ne? Morgens Notizen. Eine einzige große Signalstation der Typhon. Aber an wen sendet sie? An wen sendet sie? Aha. Ah, hab ich gar nicht gesehen. Die Superknarre. Guten Tag, Talos. Es ist nun 12 Uhr. Ja, 12 Uhr mittags. Albtraum zum Mittag, sag ich mal. Ne? Ein Albtraum zum Mittag. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Das ist schon übermächtig, ne? Wir haben Fokus. Braucht man keine Angst zu haben vom Albtraum. Man ist man selbst der Albtraum für den Albtraum. Ich will mal noch Munition erzeugen. Andererseits kann ich das auch hier machen. Ja, ich mach das jetzt. Also hier deiner und da hinter der Wand. Ich gehe in die Lobby. Ich will mich jetzt um unseren Treffen kümmern. Ich gehe jetzt sofort dahin. Die Osaka-Ladung verwendet Transstar Smart Field Technologie, um bewegliche Objekte in der Nähe anzuziehen und zerlegt sie in Materialbestandteile, die von einer Recycler-Station verwendet werden. Ja, cool, ne? Nur nutzt das nicht, damit Sachen zu recyceln. Das lohnt sich einfach nicht. Okay. Ich mache das erst, gehe runter, gehe wieder hoch. Bisschen blöd, eigentlich könnte ich ja sofort ins Arboretum zurück, ne? Aber ich will jetzt immer die Treffen da halt mich drum kümmern, um das Treffen da unten. Die Konnektoren übergeben, die Wahrheit halt erzählen und so weiter. Achtung, das ist wichtiger. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Was sind für Sammelpunkte? Gibt es nochmal eine Überraschung? Nee, sieht nicht so aus.
Aber falsche Seite halt geguckt, ne? Das Problem, wenn man dann hat. Okay. Alles ziemlich ruhig hier. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, dass hier kein Vieh mehr ist. War einmal jetzt, dass wir das hatten. Wenn so ist, dann nehme ich auch trotzdem gerne wahr. Der Weber zeugt also irgendeine Signalstation. Dann weiß dann dieser Wildmädchen auch mehr, weil er auch sagt, irgendwas kommt. Oder sowas. Hat er nicht irgendwie gesagt? Irgendwie war mir mal so, ne? Kann ich nicht zumachen? Da sind sie ja. Ja. Gut, eben. Morgen, ich habe noch mehr Vorräte aufgetrieben. Greifen Sie zu. Keine falsche Bescheidenheit. Haben die auch nicht. Wo wurden die Vorräte? Morgen. Wurden die Vorräte? Mit anderen Fabrikatorplänen lief es nicht so gut. Aber ich habe an einem Psychoskop-Chipsatz gearbeitet. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie ihn verwenden könnten. Echt, das brauche ich nicht alles. Wo soll das alles sein? Ich sehe doch gar nichts. Da kriegen wir einfach was Neues. Nö, wie ist der denn in der Uni drin? Was brauche ich diesen Luftgemischregulator eigentlich? Na gut, reden wir mal einmal mit ihr. Wird mal Zeit, dass wir die Wahrheit mal ausspucken, ha? Morgen. Keine Sorge. Zumindest nicht wegen January und mir. Wir halten hier unten die Stellung. Der ist auch noch da. Gut. Programme. Nee, das ist was anderes. Ich suche schon so lange. Unglaublich, dass sie es gefunden haben. Nach all der Zeit. Der bewegt sich. Das ist eine Mimik. Okay, wie kann ich das jetzt hier machen? Mir geht's viel besser. Beine sind okay, Sicht ist klar. Diese Spritzen haben geholfen. Morgen ließ mich. Ach so. Ach nee, das war anderes. Da muss ich auch noch einen Ohrendruck drum kümmern. Hä? Das war anderes. Da muss ich auch noch hin, ja. Das ist jetzt, ist da. Okay. Achtung, diese Datei wurde ohne entsprechende Autorisierung aus der Datenzentrale übertragen. Bitte lassen Sie diese Datei umgehend und kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Diese Datei zu öffnen oder weiterzuleiten, stellt eine Verletzung der Transferinformationssicherheitsrichtlinie dar. Egal. Initiiere Experiment 29, Variante C. Proband V01065532. Proband 32 ist in der Kammer. Psychoskope aktivieren. Haben Sie Familie? Typhon Kakoplasmus bereit machen. Ich habe eine Tochter. Wurde ihr weggenommen. Ich sollte sie wiedersehen. Morgen. Ich habe alles unterschrieben. Jetzt Konzentration bitte. Ihre Familie. Sie müssen sie sehr hassen. Ich höre es in ihren Stimmen. Vitalparameter. 32 zeigt Anzeichen von Stress. Cortisol und Puls erhöht. Transpiration. Noch nicht im roten Bereich. Sehen Sie mich an. Den Mann, den Sie umbringen. Mimik ist in der Röhre. Erlaubnis fortzufahren? Morgen? Sie bringen uns beide um. Freilassen. Exemplar Typhon Kakoplasmus ist in Kammer mit Proband 32. Ja. Das ist die Wahrheit. Interessante Reaktion, aber das haben wir mal drauf geachtet. Ich war in der Technik, weil ich dank der Paraplexie keine Pilotin werden konnte. Und jetzt brauchen wir einen Piloten. Wie sagt es gar nicht dazu? Morgen. Wie sagt es gar nicht halt dazu, dachte ich? Seltsam. Wie sagt es gar nicht dazu? Echt jetzt? Hallo? Ich meine, wir haben eben gesagt, dass wir ihren Vater umgebracht haben. Dass sie uns nie runterhaut oder so, hätte ich jetzt erwartet. Morgen. January hat... Chief Illusion, die Sache ist kompliziert. Seien Sie still. Jetzt geht's. Sie... Es war Ihr Eingriff,
der ihn getötet hat. Und sie wussten. Warum? Sie wussten es nicht. Nicht mal, was sie getan haben. Chief Ilyushin, Morgan hat keinerlei Erinnerung an die Aufzeichnung. Fahr zur Hölle, January. Du hast seine Stimme. Du könntest genauso gut sein Gewissen sein. Sein fehlendes. Ich dachte, Morgan. Ich dachte, sie wollen mir helfen. Wieso retten sie mich und dann das? Für Absolution? Für Vergebung? Mein Vater hatte recht. Sie verstehen nichts. Ihr Vater, Mutter, ihr dummer, verrückter Bruder. Familie bedeutet ihnen nichts. Sie wissen nicht einmal, was es heißt, ein Mensch zu sein. Bleiben Sie mir bloß vom Leib. Nein, jetzt hat es funktioniert. Das war auch mal der Schock, den sie verarbeiten musste, denke ich. Morgan. Aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam, ne? Man kann mit ihr jetzt nochmal reden. Was ist denn hier los? Warten Sie mal. Morgan hat medizinische Vorräte für Sie besorgt. Waren Sie verletzt? Meine Nerven haben versagt. Ich konnte kaum noch sehen. Überall Punkte. Da muss irgendwas im Kraftwerk gewesen sein. Sie haben Punkte gesehen? Klingt nach weißem Rauschen. Also, wir haben früher das Phänomen des weißen Rauschens erforscht, um herauszufinden, ob es eine Verbindung zu Psi... Paraplexie. Das ist eine Krankheit, ein körperlicher Zustand. Ich habe die Spekulationen von Ihnen und Ihresgleichen gehört und die Behauptungen über verbesserte Wahrnehmung. Ich versichere Ihnen, ich habe keine und Sie haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Miss Ilyushin, Entschuldigung, Sie haben recht. Es war nicht meine Absicht, aber Paraplexie, das heißt keine Neuromod. Ihr Körper würde Sie abstoßen. Warum hat Trendstar Sie dann überhaupt auf die Station gelassen? Sie wussten es nicht. Damals. Aber jeder wird überprüft. Das kann Gerichtsverfahren nach sich ziehen. Und Strafen. Morgan hat es rausgefunden. Aber ich durfte bleiben. Ich bin froh, dass wir sie nie auf Begabungsdaten gescannt haben. Die Komplikationen. Ich hätte sie nicht in meine Nähe gelassen. Ja. Was war jetzt hier? Danke. Ein seltsames Gefühl. Ich halte Leitners Geschenk an die Welt in den Händen. Er wird weiterleben. Hätte meine Frau ihn doch noch mal spielen hören können. Das war mutig von Ihnen, die Konnektome für mich zu besorgen. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß zu schätzen, was Sie und Trendstar für mich getan haben. Okay. Jetzt haben wir das alles hier frei hingebracht. Keine Sorge. Zumindest nicht wegen January und mir. Wir halten hier unten die Stellung. Jetzt ist nie mehr sauer auf mich. Das war's schon. Der Schock ist wieder verdaut. Bisschen komisch. Aber das sind immer solche. Das sind Bugs in dem Spiel. Nicht untergreifend. Das muss man leider so sagen. Das sind einfach Bugs, die nicht so funktioniert. Vernünftig. Das habe ich schon gelesen. Ah, das haben wir auch gemacht. Mal gucken, wo ist das andere? Da, Christoph Leitner. Dr. Ikwa hat mich gebeten, ein Konnektom des verstorbenen Gustav Leitner zu beschaffen. Als berühmten Pianisten, der sich bei Transstar scannen ließ. Ich habe das Konnektom in Ikwas Quartier gefunden. Er war sehr dankbar, als ich ihm die Daten zurückgegeben habe. Ach, cool, ne? Okay. Ach, hier haben wir noch was erhalten. Korallenziehextraktor. Regeneriert bei Kontakt mit einer Koralle Zieh. Aha. Potentialisator 23.0948 SI. Erhöht eine maximale Zieh um 50. Das ist ja auch nicht schlecht. Zieh wird damit erhöht. Beim Fall eines Gegner oder Verbündeten erleidet er Schaden. Nicht so relevant haben wir es schon ein paar Mal. Okay, das habe ich jetzt erhalten. Ich verstehe. Ich noch mal wieder Zeug rauswerfen. Da. Kommt ein bisschen was raus.
Oh. Morgen. Ui. Kann man hier noch was produzieren? Ach ja. Mann, lass mich doch mal in Ruhe was machen. Mein Gott. Machen wir ja. Muni, bisschen Muni. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni. Genau. So. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni. Wird halt gebraucht. So. Morgen. Hallo. So, das sieht doch aus. Was brauchen wir noch? Hochpatronen haben wir 115, das ist noch genug. Das Batterien haben wir auch noch. 1400 noch was. Gustra haben wir auch noch genug. Ja, das sieht alles gut aus, würde ich sagen. So, wie sieht es aus mit den Neuromods? Was können wir da gebrauchen? Neuromods haben wir 5. Wie viele wollen wir noch nehmen? Bräuchten wir 2. Dann bräuchten wir da noch. Auch nochmal 7. Das wäre ganz gut, glaube ich. Extrem hoch zu springen. 6 bräuchte man 2. Bräuchte ich 7 Stück? Oder 8 Stück, besser gesagt. Haben wir noch einen Platz für 8? Kann ich hinten 8 nehmen? Ich habe nicht genug Dingens. Das ist das Problem, was ich habe. Wie sieht es eigentlich aus hier? Da kann ich mal wieder das erhöhen auf 9. Dann haben wir auch so maximalen Schaden. Dann muss ich 3 das schrittweise. Für nur ein Upgrade fehlt mir dann noch. So habe ich das mir auch alle Waffen hochgebracht. Ich brauche jetzt irgendwas im Inventar, was ich irgendwie recyceln könnte. Für. Ja. Das wäre noch 12 Stück. Da können die 12 rausholen. Aus Ersatzteilen. Dann mache ich mal ein paar Neuromods. Mal gucken, was so. Jetzt wirklich eine Zigarette vertragen. Auch das ist ungesund. Nein. Aber es wäre jetzt passend. Ich halte nach einer Packung Ausschau, wenn Ihre Finger da nicht mehr so zucken. Meine Finger? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, fällt ja auch nicht alles auf, ne? Da. Ah, haben nicht mehr genug. Haben gleich irgendwie alle. So. Haben wir nur 3, das ist dann noch quasi mehr. Ein könnten wir noch leisten, aber. Habe ich ein paar jetzt gemacht. Das werde ich jetzt hier auch noch hochbringen. Und zwar das: Pulverisieren. Ein Angriff mit der Rohrzange hat eine Chance. Von 25% Bonusschaden zu verursachen. Boom, perfekt, hochgebracht. Jetzt geht's noch damit. Mache ich das oder das? Ich glaube das, Fähigkeit 2. Du hältst die Fähigkeit mit der normalen Geschwindigkeit zu sprinten und extrem hoch zu springen. Dann machen wir auch. So, jetzt gehen wir hier. Superman. Ja, sag ich ja, Superman. Das verstehe ich nicht. Was? Morgen. Du verstehst nicht, dass es halt kaputt geht, wenn du dagegen rennst? Warum bist du eigentlich so nervös? Weil er halt eine Zigarette braucht, ne? Wurde ja gesagt. Privat morgen. Gut. 1,5 Stunden. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt mal in die Neuromod-Abteilung. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich bin mit einem Status von Spiel, wo ich sagen kann, ich habe sonst nichts zu tun. Krass, ne? Was? Charakteranpassung benötigt. Die haben die alles gemacht, ey. Jetzt mache ich wirklich schon, die mache ich jetzt schon ein bisschen aufräumen. Und ein Gebiet haben wir noch zu erkunden mit der Shuttle-Dock. Da gehe ich erst hin, wenn ich da was habe. Und die Brücke auch, stimmt. Die Brücke müssen wir auch noch hin. Stimmt hier. Also 2 Gebiete. Da noch so viel. Und da ein bisschen was zu tun im Spiel hier, hä? Sieht so aus. Allgemein mal dahin, sagen wir mal hallo. Zum nächsten Albtraum. Alice Aiken. Die Arme. Die blieb mich einfach tot. Gut, eigentlich habe ich hier auch nichts zu suchen, ne? Ich habe ja nur eine zu tun, aber ich habe mittlerweile auch kein Problem mehr, rumzulaufen frei.
weil ich wieder so stark bin, dass ich keine Angst haben muss. Es gibt auf mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Wäge deine Möglichkeiten genau ab, wenn du Hindernissen oder Gegnern gegenüberstehst. Ja. Wer weiß. Wir machen einfach alles. Wir schreien uns dabei, wir metzeln ihn ab im Mittehalt. Ja, machen wir alles, ey. Wir sind alles voll perfekt. Wir machen alles einfach. So ist einfach, kann es gehen. Mal gucken, was jetzt hier so los ist in der Normot-Abteilung. Wahrscheinlich ist ziemlich viel, vermute ich. Weil hier waren schon länger nicht mehr. Das ist erst das dritte Mal eigentlich, ne? Das ist auch ein bisschen überraschend. Ja, alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen zurück. Zum Anfang des Spiels. Okay, ich höre mal wieder Mimic. Okay. Die Semba zerstört. Ja, ist leider so. Ein bisschen vorsichtiger an. Was? Hä? Da ist ein Mimic drin. Ach so. Mir egal. Ich messe hier nicht ab, wenn ich nicht sein muss. Muss ja nicht mal alles erkunden. Hier ein bisschen Aktivität hier, hä? Aber Kalzium muss ich auch nicht hin. Muss ich nur überhaupt hin jetzt hier? Volontärquartieren. Okay. Mimic. Kein Problem. Natürlich gleich. Leichen untersuche ich natürlich trotzdem. Nehmen alles gerne mit. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, da wir andere Ressourcen brauchen. Die haben wir nicht mehr. Hallo? Muss ich jetzt hier hin? Sicherheitsstation. Alle gefunden. Nummer 13, das ist. Ah ja, das ist Evan Ingram. Das ist der. Der neue Brücke ist der. Was ist der Nummer 37, ne? Da ist doch der hier. Ja, das ist der. Frau Brücker sitzt der Typ. Gut zu wissen. Gut, aber dafür hat es jetzt nicht gelohnt eigentlich. Also auch ziemlich ruhig hier, überrascht mich. Ehrlich gesagt. Dachten die spawnen immer irgendwann zufällig nach einem bestimmten Zeitabstand, aber. Das scheint tatsächlich gar nicht damit zusammenzuhängen. Sondern tatsächlich, wie lange braucht man denn? Nämlich wie lange ist und wie weit ist man im Spiel vorangeschritten? Naja, wenn das so ist. Aha. Hätte ich doch in seinem Sicherheitsdings bleiben sollen. Der ist doch noch da drin. War so ein anderer. Liefen wir uns weiter hier rum. Aber ansonsten ist hier auch nichts mehr. Ihr seht, so viel gibt es hier gar nicht mehr. Gar nicht mehr so viel zu tun im Spiel.
müssten auch wirklich kurz zu Ende sein. Wirklich viel dürfte auch nicht mehr kommen. Germanic Phantoms können gerufene Mimics elektrisch überladen. Geladene Mimics sind immun gegen elektrischen Schaden. Na gut, wer macht die Mimics, kann man immer gleich behandeln. Draufprügeln wie ein Verrückter. Dann passiert da nichts. Würde ich mal sagen, ne? Ja, draufprügeln wie ein Besenkter. Dann ist alles okay. Okay. So, was haben wir jetzt? 1,5 Stunden? Da können wir doch nochmal ins Arboretum zurück. Haben wir dann alles schon gemacht, was das Quest hier so zu sagen hat. Bei Brücke müssen wir dann noch, aber bei Brücke hoffe ich, dass es auch irgendwie noch ein Quest da gibt. So, haben wir auch noch nicht. Deswegen will ich da jetzt gar nicht hin. Und flog da blöde Zeug raus. Seltsam. Ja. Blue kann nirgends haften und löst ihn dann brennt auf irgendwann. Wenn man so witzig, dass auch immer die Türen auf sind, wenn man hier nur reinkommt. Sonst gibt's hier, wie gesagt, nichts. Die Station ist mich verlassen. Da wundert mich, dass wir nicht gegen diese Teifen hier ausrotten können hier und dann einfach. Oh, ein Blumen. Also das wundert mich nämlich. Deswegen frage ich mich, wieso wir überhaupt zerstören müssen, diese Station. Man kann doch bestimmt die auch irgendwie erledigen, diese Viecher. Ansonsten. Alles schon untersucht, alles schon gefunden. So. Dann geht's wieder nach oben. Und keine weiteren Schwarzfahrer dabei. Sieht nicht so aus. Das gehört ja auch zur Lobby hier. Ist ja auch so ein bisschen witzig, ja? So. Ja. Jetzt ist auch nicht mehr wirklich viel los hier. Arboretum. Wir queren mal eben, wovor wir früher 6 Stunden gebraucht haben, machen wir uns jetzt 6 Minuten. Neue Mods werden verwendet, um neue Menschenfähigkeit oder Teilchenkräfte zu installieren. Ja, so sieht's aus. Genau, so sieht das aus. Ja, gehen wir jetzt mal nach oben zu Alex Büro und dann. Ja, sind wir damit wieder fertig. Ja, wieder eine Hauptaufgabe abgeschlossen. Geht auch ziemlich schnell. Ja, vorher brauchten wir mal 3 Stunden. Oder 6 Stunden für eine. Jetzt geht's also ratzfatz, weil. Es nicht mehr so viel zu tun gibt, abseits von den Fahrten hier. Gut, wie gesagt, wir haben nur noch 2 Gebiete, die wir noch erkunden müssen, die Brücke und den Shuttle Dock. Shuttle Dock sind auch noch Leute, die noch leben, wahrscheinlich per Telepart oder halt. Sind wir noch hier hinter. Was sind sie aber nicht? Sonst ist hier aber alles ruhig. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Hallo? Ach, wo kommt der denn her? Interessant, dass man hier so rumfliegt. Tja. Okay, gehen wir nach oben. Da haben wir alle Aufgaben hier erfüllt hier. Da haben wir. Aber wirklich nur noch diese Aufgabe zu tun. Das haben wir schon gemacht. Ja. Und hat mich eher verwirrt, als dass es mir irgendwie geholfen hätte, aber naja. Morgan. January hatte recht. Das waren nicht sie. Aber ich höre noch ihre Stimme. Und die meines Vaters. Das waren nicht sie. Sie haben mich gerettet. Sie wollten es. Sie sind nicht mehr derselbe Mensch. Etwas hat sich geändert. Ich muss das so sehen. Mir geht es besser. Ich versuche, uns von der Station zu bringen, aber diese Aufzeichnung kommt mit.
Wenn Sie wirklich Vergebung wollen, helfen Sie mir, sie dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Ohne Rücksicht auf Sie oder Transtar. Wo soll die denn hin? Wir sind ja bei den Phantomen. Und zwar ist es oben. Da oben ist das, glaube ich. Na, da wollen wir eh nicht mehr hin. Da gibt es ja Besuche hier von Alex Yu. Vielleicht hat er wen anders auch noch eingeladen. Jetzt mittlerweile. Tja. Na gut. Ein Typhon Köder? Wo kommt das gleich wieder her hier? Na hier, Dreimon. Anti-Rat- und Arzneifabrikator-Plan. Wo kommt das da plötzlich her? Liegt er plötzlich hier rum und. Komisch. Den haben wir schon. Ja. Was geht denn da? Let me out. Ach ne, let me out. let Matt CMD. Let me out. Können wir die auch lesen? let me out. Lass mich einfach raus hier. Ja. Naja. Okay. Korallendatenverwaltung. Laden Sie die Korallen-Scan-Daten zum vollständigen Vergleich mit der Konnektum-Datenbank in der Datenzentrale hoch. Kasper, dass der Protokoll laufen. Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Etwas. Oder jemand. Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover. Was zur Hölle? Was ist das denn? Forschung abgeschlossen. Interpreter! Was ist jetzt hier los? Okay, wir wohnen auf. Wir waren offenbar Amtes enthoben und auf üble Art und Weise. Auszug aus der Transtar Operator Broschüre. Beim NCN9 Blackbox Militäroperator handelt es sich um den fortschrittlichsten unbemannten Mehrzweckkämpfer der Welt. Ausgerüstet mit einer gezielten MAG-Energiewaffe auf neuestem Stand und Omni-Navigationssystem geht dem Militäroperator die Feuerkraft nie aus. Von Angriffsoperationen bis hin zur Arbeit im Sicherheitsteam sorgt das synthetische hyperdynamische Neuralnetzwerk dafür, dass der Militäroperator schnell auf sich entwickelnde und gefährliche Situationen reagieren kann. Morgens Notizen. Transtar hat seine Spuren hier gut verwischt. Will nicht als Unternehmen für Waffentechnologie gelten. Sie sind bestimmt an das Sicherheitssystem der Talos 1 angeschlossen. Sie könnten mich über die Listen der Sicherheit verfolgen. Wäre eine Möglichkeit, mein Tracking-Armband loszuwerden. Wie mache ich das? Was soll ich jetzt hier anstellen? Was soll ich denn machen? Hab kein Ziel. Bevor ich den Schlüssel gebe. Alex hat gesagt, er würde mir seinen Zündschlüssel geben, wenn ich in sein Büro komme. Er ist nicht erschienen, hat mir aber ein Looking Glass Video dagelassen, in dem ich einen Plan zur Neutralisierung der Typhon erkläre, um die Talos 1 zerstören zu müssen. Der Plan sieht vor, die Koralle zu scannen und die Daten zu Alex hochzuladen. Der Hochladevorgang wurde von Walter Dahl unterbrochen, einem Sicherheitsspezialisten, der vom Vorstand geschickt wurde, um hier für Ordnung zu sorgen. Ich hatte das Gefühl, dass wir gerade Ordnung hier geschafft haben. Talos, vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion. Wir sind ausgesperrt.
Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Der Repo-Mann! Jetzt haben wir noch ein neues Ziel. Der schafft jetzt sogar so da als Kommando-Shuttle. Da müssen wir auch in den Shuttle-Dock für. Jetzt haben wir eigentlich mal einen Grund, dahin zu gehen. Alex versteckt sich, bis dahin seine Technik ausgeschaltet sind. Okay, wir müssen also zum Shuttle-Dock. Wie kommen wir denn da hin? Wie komme ich denn ins Shuttle-Dock? Wann ist los? Morgen. Dahl wird wissen, dass Sie kommen. Das Transstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Auf Dark Spur, neues Ziel. Jetzt können wir nochmal zurück in die Datenzentrale, ja? Deaktiviere dein Tracking-Armband, ja, die vorher 5 Minuten vorher wissen können. Ach, ernsthaft. Ach, der Repo-Mann. Nachdem ich die Koralle für Alex gescannt hatte, wurde der Datentransfer von Commander Walter Dahl unterbrochen, einem sogenannten Berater für der Personalabteilung des Transfer-Vorstandes. Alex kann sich nicht mit mir treffen, da Dahls Techniker ihn aus dem System ausschließt. Dahls Kommando-Shuttle hat sicherlich Informationen, wo dieser Techniker zu finden ist. Ich habe Zugang zu Dahls Kommando-Shuttle. Auf Dahls Spur, das machen wir noch. January hat mir gesagt, Commander Dahl könne mich über mein Tracking-Armband finden. Ich könnte das Armband der Daten in die Datenzentrale deaktivieren. Ich muss das Personal-Tracking-Arbeitsterminal finden und meine ID-Nummer 0913 eingeben. Dann machen wir das jetzt noch. Okay, das ist also, als müssten wir jetzt unsere Taser-Pistole einsetzen, hä? Ach, Scheiße! Okay, treffen gar nicht mehr das Problem, haben wir hier andere Viecher. Jetzt haben wir hier andere Viecher als Gegner. Irgend so ein Viech ist hier zwar auch noch da oben, glaube ich. Aber das ist ja nicht so interessant. Okay, wir sollten hier einfach da vorbeilaufen. Das macht keinen Sinn sonst. Komm jetzt runter, ja. Okay, den haben wir jetzt abgeschüttelt. Kriegen wir noch Ersatzteile zusammen. Können wir vielleicht doch noch ein paar Viecher loswerden. Also ein paar Ersatzteile recyceln, um damit Material zu erzeugen. Also nur wieder hier. Sache, wir können jetzt wieder so rum hier stationieren in einer Aufnahmesession. Die Taser, diese Raptor-Taser-Pistole braucht Zeit, um eine Ladung aufzubauen, bevor sie auf ein Ziel abgefeuert werden kann. Der Ladevorgang kann abgebrochen werden, ohne Batterieenergie zu verbrauchen. Gut, wir können mit der so schnell das Ding laden, dass wir kein Problem damit haben. Der Repo-Mann. Das heißt, was ist ein Repo-Mann? Ich überlege gerade wirklich, was heißt das eigentlich, Repo-Mann? Morgen, ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Was?
CN9 nee. Operator bereit zum Einsatz. Ernsthaft? Die tauchen uns in Operator-Dingern auf. Poltergeist war jetzt hier auch, ne? Gag von Kaspar. Ach, meine Güte, was ist denn hier los? Der Repo Man heißt es. Okay, was haben wir jetzt hier? Neues Ziel. Mach da kampfunfähig. Ikwe kontaktierte mich nach Commander Dahls Ankunft auf der Chaos 1. Ikwe will sich mit mir in meinem Büro treffen, bevor ich Dahl gegenübertrete, damit er mir eine Idee vorschlagen kann. Muss mal gucken, wie komme ich überhaupt in die Shuttle Dock. Ah gut, ich kann von der Lobby dahin. Ne, ist ja klar, einmal muss ich immer hier was mit dem kümmern. Wenn das ist ein Witz, oder? Das ist kein Witz, glaube ich. Ja, scheiß Blackbox-Projekt. Jetzt wissen wir doch mal, was damit auf sich hat. Haben wir mal deaktiviert damit, ne? Und eine Zeit lang. Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Er kann nicht widerstehen. Er steht gern im Rampenlicht, obwohl er sich versteckt. Und sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Ich höre sie, wie sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen sie, ihr Chaos zu retten oder sich aus dem Staub zu machen. Ich bin auf alles vorbereitet, aber das ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Sie können stolz sein. Nur gar kein Ende. Ich muss die Züge ja fortbewegen. Lass es nicht alles, ha? Lass diesen Mist her, Leute. So, 2 mit 1 ist erledigt. Was kommt denn her? Und dann Mist, ey. Das hat mir wirklich nicht viel gebracht, das Ding zu deaktivieren. Wir müssen da wirklich nicht mal beeilen, ja. Operator nähert sich. Da müssen wir irgendwie mal zu den blöden Bibliotheken der Tracking-Armband deaktivieren. Ach Gott. War ich hier eben vor 5 Minuten schon mal. So, ID natürlich. 0913. Morgen, you? Ja. Morgen kann ich rückgängig gemacht werden. Mir egal. Wird aktiviert, jetzt ist morgen, you weg. Dr. You? Morgen? Oh Gott sei Dank. Ich habe versucht, irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen. Ich bin im Traumazentrum. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Hilf, Luthard Less! Was ist denn hier los einmal? Clevere Laborratte. Ich sehe sie nicht mehr. Ihr Bruder wird nicht so viel Glück haben. Ich hab ihn fast. Okay, dann haben wir jetzt hier mal Ruhe vor diesen Viechern. Was ist denn hier los? Und wieso hast du plötzlich alles mit dem Bach runter hier geht? Hilf, Luthard Less! Luthard Less, ein Techniker der Lebenserhaltung, sitzt im Traumazentrum fest. Er hat mich um Hilfe gebeten. Wie kam er von der Lebenserhaltung hier dahin? Weil er war ja im Frachtraum und so, aber abgesehen davon war es ja nirgendwo sicher. Die Lebenserhaltung war immer ziemlich voll an Viechern. Ach du Scheiße, ey. Okay, dann müssen wir ordentlich die Batterien verbrauchen, hä? Dr. Yu.
nie getroffen. Das ist defekt. Kann ich den irgendwie hacken zu meiner Seite bringen? Das wäre vielleicht mal so ein Versuch wert, ey, dass er irgendwie da, ob das irgendwas bringt, sei mal dahingestellt, aber vielleicht bringt das ja was. Ein Rettungsoperator. Wen willst du denn retten? Vor den bösen Menschen? Ich dachte, die Aliens sind die Bösen. Aber offenbar nicht. Genau. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Vorsicht! Ich könnte jetzt hacken. Ja? Hacker 4 braucht man dafür. Okay, dann mach ich jetzt mal. Ich muss mal, was dann passiert, wenn er auf unserer Seite ist. Ja. Kommt von hinten auch immer wieder welche. Das ist ja schlimm, ey. So. Komm her. So. So, der geht auch nochmal. Warum muss ich die alle hacken, damit ich dann hier in Ruhe rumlaufen kann? Ja, ich meine, das ist auch eine Möglichkeit wäre, grundsätzlich. Man hat eine neue Komponente jetzt hier mit Viechern. Das ist irgendwie ein Roboter. Ja, ach Gott. Na, immer Vierer. Dafür haben wir das gelevelt wahrscheinlich. Ich werde am Ende hier das nutzen können. Aha. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Oh Mann. Was willst du eigentlich? Das ist schlimm, ey. Doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, oder? Kommt nur noch mehr. Ja, genau, ey. Hallo. So. Das ist ein Witz hier! Wie bekommen die Sinn das? Das ist doch Wahnsinn hier. Wie sind das jetzt hier? Gehackt. Ich muss diesen blöden Kasper finden. Möglichst bald. Dann kommen wir wieder raus hier. Wo wollen wir da hin? Da müssen wir wieder zur Lobby, ne? Schwankungen in der Beziehung beider Staaten münden in der Gestalt des Attentats auf Präsident
John F. Kennedy, woraufhin das gemeinsame US-sowjetische Weltraumprogramm auf Eis gelegt wird. 1963. Ja. In unserer Welt ist er gestorben, hier ist er. Hat er überlebt und damit das Weltraumprogramm auf Eis gelegt. Dann ging es nicht mehr darum, bis Ende des Jahrzehnts zum Mond zu kommen. Wobei, wurde das nicht gesagt, dass es mehrere Mondlandungen gab? Naja, gut, dann wollen wir mal hier nochmal durchkämpfen. Ich glaube, wir brauchen eine Batterie, habe ich das Gefühl, kann das sein? Das kann nicht wahr sein. Wenn er mal erwischen kann, dann, wenn er mal überraschen kann, dann brauche ich nur einen Schuss. Aber das ist doch wahnsinnig. Puh. Okay, jetzt geht es gar nicht mehr gegen Typhon. Was ist das denn jetzt für eine Komponente? Ich kann ja die Kuhstrahl aufladen, aber ich muss jetzt hier raus. Ich muss nach unten. Komm noch her, der nächste. Das wird doch ein Witz, das ist doch ein Witz jetzt hier. Öffnung freigeräumt. Operator-Einsatz fortsetzen. Das ist jetzt ein Witz hier. Müssen wir weg. Das ist auch so irgendwie. Gut, aber von hinten so erwischt, kann aber nur ein Schuss. Das Gute daran. Was ist das denn jetzt hier? Plötzlich haben wir hier plötzlich Viecher, Roboter rumfliegen, die auf uns auch abgesehen haben. Okay. Das macht jetzt keinen Sinn, nach oben zu gehen. Ich glaube, wir sollten lieber in unser Büro. Wir sollten lieber hier weg. Hab ich gar nicht gesehen. Kann auch nicht Schaden verursachen. Kann ich jetzt so auch eure Waffe benutzen, eigentlich. Aber so das hinterher, was da einer ist, hört sich so an. Na gut, gehen wir mal in die Lobby. Auch weiter mal, aber weiter nicht mehr. Wir gehen wieder beim nächsten Mal, wenn wir entsprechend da runterfahren. Die MP-Ladung ist ein nützliches Hilfsmittel zur vorübergehenden Störung an sturmbetriebener Systeme wie Verteilerkästen oder feindliche Operatoreinheiten. Das wäre auch eine Idee, die MP-Ladungen. Gut, wenn wir jetzt auch Disruptor-Kanone haben, die muss jetzt immer reichen. Dann müssen wir uns beim nächsten Mal mal die Leute paaren. Wir retten und mal überlegen, wie wir das, was wir da machen. Weil da kommen wir auch, weil da kommen wir auch ins Shuttle-Dock von Lobby aus. Das ist ja der Vorteil. Das ist ja nicht mehr so weiter weg. Nur. Naja. Nur weiß ich nicht so genau, wo der denn herkommen, die ganzen Operator. Na gut, ich will mal sagen, wir hören an dieser Stelle hier auf, speichern ab, haben wir wieder viel geschafft, jetzt wirklich sehr viel. Und können daher auch am nächsten Mal hier wieder weitermachen. Dann geht's nämlich zur Lobby runter, mit dem Aufzug, hoffentlich ohne Besucher. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.